Der Reudi-Tot ist wieder da. Ist eine Legende. Das hätten die ruhig mal im Game Pass reinknallen können, das Spiel, muss ich dir ehrlich sagen. Warum im Game Pass? Ja, damit du das direkt hast. Warte mal, bis sie fertig gelabert haben. Doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Setz ihn auf den Stuhl. Kann ich das? Kenn auch viele nicht. Lol. Das geht wirklich. Kannst du das auch machen? Jetzt zeige ich meine Variante noch. Ja, ja. Ah, kennt man irgendwoher? Ich könnte das Cover rauswühlen von dem Spiel. Oder, wenn du im Hauptmenü des Spiels bist, da kenne ich die Pose ja, eigentlich. Ja. Bei dem Scheißspiel. Ich meine aber, Resident Evil 5 kam davor. Meine ich, kam vor dem Drecksspiel. Ja, natürlich. Oder ich sag mal so, wo das das erste Mal, angewendet wurde, ist ja noch ein guter Teil. Ja. Aber danach wurde ja abgebaut, muss ich sagen. Danach hat man ja lieber reingespritzt als rausgezogen. Deswegen muss der Typ uns Hoffnung verleihen, der sich auf der M1 Garant abstützt und so Pipi ein bisschen in den Augen hat. Ja. Also, der muss das. Der muss uns retten. Der muss halt gerade biegen. Genau. Ja, ich bin echt mal gespannt, ey. Auf den Zombie-Modus. Ich bin echt wirklich mal gespannt. Ich denke mal, grafisch wird er echt so sein drauf, wie der von Advanced Warfare. Ja, die WW2 Preview Alpha von Dingens haben wir schon gespielt. Die letzten müssen sitzen. Ja, mit dem Deckard. Bester Mann. Der sagt auch, der sagt nicht nur die letzten müssen sitzen, der sagt auch was anderes. Habe ich letztens gehört. Dazu. Okay. Ich meine, der sagt noch, jetzt muss ich hier einen Treffer landen oder irgendwie so, was sagt er auch noch. Aber die letzten müssen sitzen, das sagt er so geil. Das toppt einfach keiner. Das ist richtig geil. Diese Quarantäne-Dings geht mir an dem Spiel richtig auf den Sack, den hätten die mal rausnehmen sollen. Weißt du doch, wo du in diesem Bereich hin musst? Mit dem Nebel. Ich weiß nicht, ob ich Runden gezogen habe auf der Burger Town Map. Beste. Wo ich dann oben die HBR Kleiner 3 gekauft habe von der Wand. Und dann konntest du da richtig geil Runden ziehen. Oh, ich hab den falschen. Dein nur auch einer. Oh, was macht der denn da? Ja, jetzt könnten Reaper kommen. Ja. Weil ich hier den Headshot. Weil ich hier Headshot trigger, rede ich hier nicht von der fucking Black Ops, Nigga. Okay. Welchen Teil denn? Muss ja irgendein Call of Duty sein, ne? Weil andere wird ja nicht getriggert in der heutigen Zeit. Da hast du eigentlich recht, muss ich dir sagen. Musst du mit Samthandschuhen. Weil der Mühle stirbt ja auch langsam aus. Mit der tickenden Uhr, das stimmt. Come on. Roger. Ah! Okay. Oha. Afrika Bambaataa ist auf dem Schiff gelandet. Ja! Was ist der wirklich? Soll ich oder gehst du? Ach komm, ich geh rüber. Weil letztes Mal bist du, glaube ich, rüber gefahren. Ja. Afrika Bambaataa. Da ist eine Scheibe vor. Ja, da ist eine Scheibe vor. Oh, Eichelmonster. Echt, ist Krakli? Ah, der ist tot. Oh, oh. Ja. Gaslaternenfreier mit Schild. Pass auf, der hat Krakli. Der hat einen Krakli.
Ja, Gaslaternenfreier mit Schild. Ich hol das Ding zu mir. Blub, 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 blub. Wie das immer macht, wenn die sich auflösen. Wenn die den Deatomatisierer abkassieren. Der ist heftig. Wollte ich ja gestern noch reißen, aber. Ah, wurde ja nichts raus. Eine Mann, zwei vorher gezogen. Und bei den letzten drei Kills hat der Gegner-Team komplett verlassen. Ist halt so, wenn man gut spielt, dann verlassen die Leute auch mal gerne die Lobby. Ja, so ist das Leben, ne? Verpiss dich mit deinem Rocket Launch. Was für ein Ding? Oh mein Gott. Deatomatisierer. Pam, pam, pam. Der ist tot. Boom. Der ist nämlich ein Selbstmörder. Also der Problem bei dem ist, der muss mal Activia zu sich nehmen, weil das Problem war, der hat sich halt aufgebläht gefühlt. Und hätte der Activia genommen, wäre das erstmal gar nicht passiert. Der ist tot. Na, der braucht Activia. Mach die Tür auf. Lester mag gleich rein da. Ja, will ich einer ja machen. Die Tür, einer macht die auf. Oder warte mal, ich mach die und du ballerst dann direkt rein. Direkt nochmal. Na, zu hoch. Jetzt aber. Hier ist ein Schatz, der hat richtig viel Wert, den du gerade eingesammelt hast. Ich glaube, das ist der wertvollste Schatz in dem ganzen Spiel. Ne, ich meine, ne, ich glaube, der hat gar nicht so viel Wert. Oh, sorry. Ich meine, der hat gar nicht so viel. Ich meine, der teuerste ist Afrikas Herz. Den du bei Veska kriegst, wenn du den unter die 7 Minuten plättest. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, der kostet, kriegst du 10.000 für. Jetzt kommt die Stelle, die du meintest, mit dem Kreiselficker. Ja, die hasse ich. Da gibt's nämlich auch nochmal so ein B. Auf Profi ist die eklig. MA-Emblem. Ja, wenn du besoffen bist, musst du das irgendwann immer mal sagen. Irgendwann wirst du das nicht mehr aussprechen können. Ich glaube, dann beißt du die Zunge ab. Ich meine sogar, man konnte das von hier aus schon treffen. Ja. Da oben liegt das. Ja, ich sehe das. Bing. Ja. Das Geräusch ist immer so geil, wenn du das mitnimmst. Ja, mach ich. Vinny, Vinny, Vici. Das ist gar keiner. Ich weiß, aber ich baller gerne mal mit den Dingern immer ein bisschen hier rum. Deswegen hast du immer so eine schlechte Präzision. Ja, normal. Ja, sie die 100er Prezi. Die Bräute brauchte ich alles nur, um das zu sammeln. Jetzt kann man mal da reinplästern. Wenn man die sieht. Da oben. Oh, scheiße. Wo sind die Juden? Die soll man nicht übertreiben. Unten sind Hurensöhne. Die haben eine Kalaschnikow. Irgendwo wird wieder reingefickt von denen. Ja, unter uns sind die. Aber die treffen uns jetzt eigentlich nicht mehr. Eigentlich sollten die das nicht. Tschst. Mein Gott.
Der muss unten irgendwo sein. Ja, da. Da ist die Gardine vor. Ja, die hast du lange nicht mehr gesehen, ne? Ja. Um ehrlich zu sein, richtig lange schon nicht mehr. Da Lorenz noch einer hat überlebt. Auch nicht, oder? Was? Ich steck ihm in die Kammer. Die vermisst er aber nicht, oder? Nee, aber die hat eine geile die Tochter. Die den Loomis. Ja, die Tochter war ja mal bei uns in der Klasse. Echt? Du weißt, wie die ganzen Kanacken da mal reden. Ja. Das ist ja ein Redhead, ihre Tochter. Ich habe da nur mal gehört. Gesehen habe ich die ja nie, wirklich, ehrlich so. War die bei euch in der Klasse, weil die euer Alter ist, oder kam die, weil die zu Besuch? Nein. Die war zu Besuch und die musste irgendwie so ein, die hat auch irgendwie so einen pädagogischen Scheiß da, hat die gemacht, und deswegen hat die sich das mal angeguckt, wie das abläuft und so weiter alles. Dann war die bei uns in der Klasse und da kamen ja die ganzen Kanacken, die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kanackenmentalität ist oder was das da immer ist, dass man sich irgendwie versucht, bei der einzuschleimen auf diese Macho-Art, so nach dem Motto, nach der Schule können wir mal hinter dem Schultor kurz einen Fick machen und dann sich wieder verpissen und so und alles. Ich habe keine Ahnung, was die sich wieder gedacht haben, wenn die sowas machen. Na, ist richtig wohl. Hier unten ist ein BSMA-Emblem, ja, warte. Also ich muss, weißt du, was ich dir ganz ehrlich sagen muss? Diese Nacht werden wir richtig gut pennen können. Ja, kein Strom, ich weiß. Weil nach dem Maloche direkt Aufnahme. Ja, okay, direkt danach wart ja nicht. Wir haben uns noch ein bisschen Zeit gelassen. Also ich muss ja noch fressen und hat alles. Ja, aber. Ja gut, ne, da muss man auch sagen, die einzelnen Projekte fressen mehr Konzentration als die doppelten. Muss ich ehrlich sagen. Ist ja auch so. Weil ich finde, die doppelten, das geht nicht. Ich suche oder soll ich? Ich mach das. Weil ich finde, die gehen noch, die Projekte. Hier, das. So, die Doppeldinger gehen, gerade das hier. Das ist eigentlich was ganz Entspanntes hier. Das ist halt Schleckermäulchen. Backflip. Blub, blub. Schon wieder Löwenherz, ey. Die gehen nur mal, das Massivherz. Versuch am besten durchzurennen. Ja. Weil, wenn ich die dir von oben wegballer, ja, dann weißt ja, kriegst du die Schätze nicht. Scheiße. Ey, krass, was ist das, ein Geheimweg? Ne, doch nicht. Warum ist da ein Loch vorher im Zaun? Achso, das ist eine Verarsche. Damit die Licker da durchkriechen können. Da ist nur Geld. Weiß nicht, wie viel ich kalt gemacht habe da oben, ne? Da ist nur Geld. Ja, und ein Löwenschwanz. Nee, Handgranate ist das. Was eine Verarsche. Dann haben die uns gefickt. Dreckskinder, die. Anstatt hier mal alle einen Löwenschwanz geben. Ja, die, das ist mehr wert als diese 200 oder 100 Groschen, was das ist. Der macht die Tür nicht auf. Kann ich doch jetzt machen, ist doch kein Problem.
Vor allem, du müsstest eigentlich schon längst wegfliegen. Weil ich dir den Kung-Fu-Flip da gegeben habe. Du hättest eigentlich direkt wegfliegen müssen. Ja, aber du weißt doch, die Material Art Skills betrifft noch sogar den Jack Norris. Ja? Das habe ich schon gemerkt. Der Wesker, der braucht keine 7 Minuten jetzt bei uns. Nee. Bravo. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Now, let's finish this once and for all. I think the odds are fair. 2-on-2. Right, Jill. Vor allem hat die Jill da irgendwie gar kein Herz. 7 minutes is all I can spare to play with you. Komm mal zu mir. Ja. Hallo? Du kannst auch da drauf schießen, ne? Auf das Ding, was der da. Was die hat. Nee, nee. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Da musst du aufpassen, da gab online Mahuren-Söhne, die haben das nicht geschafft und deswegen war die Mission mal fehlgeschlagen. Ja, ja, bestimmt mit einem Magnum oder so. Ich hab den doch getroffen. Du hast wahrscheinlich 20.000 Verbindung. Ich hab mich gerade geheilt, du Hurensohn. Ja, pass auf, die Jill ist da in der Nähe, ne? Ja, die ist doch bei dir. Ja, aber du hast hier auch was getroffen oder sogar schon getroffen. Okay, du bist durchgeflogen. Ja, ich versteck mich. Ich will hier oben. Ich sammle jetzt hier oben den Schatz. Endlich habe ich ein Radar wieder auf einmal. Das ist nett. Ich verprügel Albert gerade. Irgendwo lag hier der Schatz. Du weißt ja, der Albert steht auf. Der Albert steht auf Blond. Ach, da musst du sowieso mit mir machen, das geht nicht alleine. Ja, ich komm grad, bleib dran. Pass auf, Albert rennt. Macht er irgendwelche Moves? Ja. Der geht ja ganz schön gut ab, muss ich sagen. Ah, der ist da unten irgendwo, außerhalb des Dings, da ist halt L-Hawk. Warum? Auch lustig, kann. Ah, sehr ja. Obwohl er da, wo der ist, ist der gar nicht. Die Jill ist bei uns. Du bist der Albert. Knock die aus. Ja, Problem ist bei der.
Greift die von hier. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Der Beskar kommt auch. Oh. Jill ist tot. Oh, die hat abgespritzt. Chris. Richtig Dino Crisis 10. Warte. Nicht geplant. Ich bin direkt bereit. Ich auch jetzt gleich. Ich mache hier nochmal den. Und den. Das siehst du, glaube ich, alles gar nicht, was ich hier mache. So. Deine Sachen hast du rausgepackt aus dem Inventar. Ja, genau. Komm direkt wieder zu dir, Jill. Ich glaube, da wird der längste Part in dem ganzen Spiel. Ja, könnte. Der ist jetzt schon bei 20 Minuten. Pass auf, jetzt kommt der zu dir gerannt, wenn du den anballerst. Drauf da. Mach. Ja, warte, ich helfe dir. Ne, kann's nicht, wenn ich den schon verprügel. Da muss ich einfach draufballern. Na, scheiße, ich hätte eine X-Kombo bei dem. Drauf da. XXBA und dann. Okay. Warum muss ich jetzt leiden? Pass auf, hinter dir, Jill. Wir haben den. Woher weiß der das? Weil er schon gesprochen hat und gerade zu Boden gegangen ist. Mal die Jill, ne? Die Playstart mit ihrer Waffe. Was macht die da? Was hat die für... Ja, jetzt ja, geht Tommy-Magazin. Das, ne, das ist total schwachsinnig. Jetzt tritt der einen von uns da durch und dann verpisst er sich. Da hätten die sich jetzt eigentlich sparen können. Was sag ich? Mio. I expected more of a challenge after all this time, Chris. Junge, wir haben dir die Fresse poliert, war das nicht die größte Herausforderung, die du jemals haben hättest können? Yes. Da geht der an sein Nokia C407 ran. Ich weiß, warum der dich da durchtritt, damit du an den Schatz kommst, der da oben liegt, weil sonst kommst du doch nicht dahin, wenn du den vorher wegziehst, so wie wir sind, so gut bist. Nee, du komm. Nee, ich meine, du kommst jetzt sowieso nicht mehr hin, weil die Türe zu ist. Also irgendwie, ich glaube, die ist jetzt, dass da Mauern oder sowas vorliegen, meine ich. Ich weiß das nicht. Jill, come on! It's me, Chris! Snap out of it! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Hat er jetzt Ketchup gesagt? Na, hat sie echt so angehört, ne? Jetzt lässt sie erstmal die Mädels an den Lüfte. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? Da ist die komische Gerätschaft. We have to get it off her. Ey, die Mucke ist so geil, die immer da kommt. Nein, ja, die Tür ist auf. Ah ne, da ist ein Gitter vor, tatsächlich. Pass auf, ne, du bist sofort auf Stirn, wenn die dich trifft. Heil dich lieber. Ja, mach ich jetzt auch. Wo rennt die jetzt hin? Bleib doch hier, Jill. Halt die fest. Ja, lieber nicht aufballern. Wir haben gerade schon gesehen, was passiert ist. Ja, ich trau mich da echt nicht. Weil es gibt da auch einen Bug, du ballerst genau auf das Ding drauf. Und dann kommen da so eine Sache. Aber ich glaube, du musst da drauf ballern, weil das bringt das nicht. Ich glaube, das abreißen kannst du gar nicht, das Ding. Doch, doch, kannst du. Der Bot macht das zwar auch. Aber das macht der Bot, weil der Bot ja eine 100er Präzision immer hat. Ja. Und du kannst das auch so abreißen. Das dauert natürlich länger, ist aber auf jeden Fall sicherer, ne?
Das stimmt. Den Spruch kenne ich von GIS 1. Ja. Dauert aber länger als sicher. Ja, stimmt! Ja, ich weiß sogar, wo das hier ist. Der Junge macht da drin. Nein, macht der Junge nicht. Mit dem Revolver. Das macht der nicht. Da hat er nämlich keinen Bock drauf, dass da irgendwas passiert. Aber wie fest das Ding einfach mal sein muss, ne? Ja, der muss ordentlich. Der Junge. Der Körper drin sein. Ah, fuck, die haben mir eine Kelle gegeben. Oh, da. Weil du gelacht hast. Hallo, schön lang, nicht abhauen hier. Ja, das ist das B, das ist das Blätter-Syndrom. Ey, warum ich? Hier muss ich gleich wieder, jetzt muss ich wieder A drücken. Zum Ausweichen. Bestimmt. Nee, kann auch X sein, kann auch X sein. Nee, ist A. Pass auf, die ist oben. Oh ja, die knattert mit der Waffe da runter. Das kann doch nicht sein. Oh. Beide sogar. Was macht die da? Ist sie verwirrt? Versucht halt einfach. Der Junge geht auf alles. So. Weg drauf! Wo liegt die? Nee, die ist nicht tot. Das ist eine Vergewaltigung, die hier gerade passiert. Hast du das gesehen? Bedankt und ausgewichen. Warte, der Junge hat zwei Knöpfe zur selben Zeit mit einem Daumen gedrückt. Dann kannst du dir aus sich gut vorne reingucken bei dir. Ja. Der Fall im der Junge, der ist echt aufs Ganze gegangen. Aber ich würde das nicht nochmal riskieren, weil wir haben die fast. Oder wir haben die jetzt schon. Ja, weil das blitzt ordentlich da und so weiter alles. Aber da reißt du, glaube ich, anders raus. Wenn die auf dem Boden liegt, reißt du da, glaube ich, raus. Nee, im Stand kannst du das auch machen. Okay. Ja, wie jetzt, weil ich den fettesten Bizeps der Menschheit habe und die schnellsten Finger der Welt. Lol, das ist wirklich so. Jill, are you all right? Chris. You're Sheva, right? Das ist die Stoßdame. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Ist der Junge mit Dingens verbunden? Mit seinem Headset, mit Bluetooth vom Handy? Nein. Listen, I'm gonna be alright. Will der Junge das mal eben machen? You do need to stop him. We can't just leave you here. Ja, kann ich machen. Warte. Uroboros will be spread across the globe. Millions will die. Yeah, but I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Bluetooth's on. Don't you trust your partner? Du schickst mir direkt die Mucke davon. Wollen sie noch haben?
Wollte ich das haben? Ich weiß das gar nicht. Hast du gesagt? Okay, hab ich ja echt gesagt. Ist auf Video. Das ist krass. Ja, war wahrscheinlich aus dem Unterbewusstsein. Chris? I'm alright. Over there. Die letzten Level laufen. Er hat ein bisschen Sperma an der Lippe. Sperma die Tür zu. Bevor da noch vorhaut. Mit der Vorhaut. Bevor die. Ich hätte jetzt gesagt, bevor die Jill vorhaut, aber okay. Okay. Ich bin der Scheiberlover 92.